Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medien machen Let's Talk. Ihr wollt irgendwas mit Medien machen, dann seid ihr hier genau richtig. Denn wir sprechen mit verschiedenen Medienmacherinnen über ihren Berufsfelder und ihren Joballtag. Wir haken nach und sprechen über Erfahrungen, Tipps und Tricks, also ein How-to-Medien. Heute ist Radiojournalistin Ramona Westhof bei uns zu Gast. Sie arbeitet als Redakteurin, Moderatorin und Reporterin. Aktuell zu hören ist sie vor allem bei Deutschlandfunk Kultur. Ihre Stimme könnten einige von euch aber vielleicht noch von unserem Radiosender Herz 87.9 kennen. Herzlich willkommen im Studio, Ramona. Schön, dass du da bist. Freut mich, dich auch zu sehen und nicht nur zu hören im Radio, wie sonst. Apropos sehen. Überleitung des Todes. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du einen klassischen Arbeitsalltag, den du uns einmal irgendwie beschreiben könntest? Gibt es sowas bei dir? Das kommt tatsächlich darauf an, welchen Job ich gerade mache. Also eine Sache, die ich viel mache, sind so Redaktionsschichten. Und genau, da habe ich einen relativ klaren Alltag. Also da komme ich morgens rein, je nach Sendung zwischen 8 und 9. Sichte dann die Themenlage, organisiere Interviews, schneide die Interviews, stell die in Senderablaufplan, was man halt so macht, wenn man eine Sendung organisiert. Und das ist tatsächlich auch immer so zeitlich, es ist immer eine Sendung, die ich am Tag mache und am nächsten Tag mache ich dann die nächste Sendung. So, also es ist immer so relativ abgetrennt pro Tag. Okay, also hast du quasi dann auch so einen normalen Bürojob, sag ich jetzt mal, dass du dann von morgens bis mittags, oder kannst du ja auch mal flexibel die Arbeitszeiten gestalten, dass du sagst so, nee, heute will ich mal ausschlafen, ich fange erst mittags an. Das kommt auch total drauf an, was ich mache. Also wenn ich diese Redaktionsschichten habe, dann ist es 9-to-5 ungefähr. Und dann muss ich natürlich auch früh anfangen, weil die Sendungen geplant sind und alle anderen Leute irgendwie so, mit denen ich zusammenarbeite, natürlich irgendwie, da muss ich Sachen halt zu einer bestimmten Zeit fertig haben. Aber wenn ich zum Beispiel Beiträge mache, wenn ich Rezensionen mache oder so, das kann ich natürlich machen, wann ich will. Also da habe ich eine Deadline, da muss ich dann irgendwie, übermorgen muss ich das Skript abgeben. Und wann ich das schreibe, das ist ja meine Sache. Also das könnte ich auch nachts machen, wenn ich will. Ja, entspannt. Wenn man sich den Tag dann irgendwie selber einteilen kann, ist ja ganz nice. Ja, das Problem ist, dass man sich an die Deadlines dann auch halten muss. Das ist ein bisschen wie bei so einer Hausarbeit. Ich könnte natürlich früh anfangen, aber mache ich nicht immer so. Also kennt ihr wahrscheinlich, ne? Ja, aus dem Studium kennt man das, da muss ich leider auch sagen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, das auf den letzten Drücker zu machen, dann kommt es schon ab und zu mal vor, dass das so passiert. Vielleicht manchmal. So, jetzt klaue ich mal kurz deine Überleitung. Apropos Studium. Du hast ja auch bei uns hier Medienwissenschaften studiert. Also das ist ja bei dir auch so, dieses Thema irgendwas mit Medien, das war ja bei dir schon während des Studiums klar, spätestens ab dem Master. Wie bist du denn dann konkret überhaupt ins Radio gekommen? Also wir hatten ja eben angeteasert, man kennt dich eventuell auch von Herz 87.9. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Gerne. Ich habe einfach irgendwann dieses Tagesredakteursprogramm, hieß es damals noch, gemacht. Jetzt heißt es Radio Crashkurs, glaube ich. Genau. Ende 2010, Anfang 2011 habe ich das gemacht und bin dann da geblieben. Und deswegen habe ich dann auch MEWI studiert, ne? Also andersrum. Ich habe im Bachelor was anderes gemacht und irgendwann dachte ich so, okay, ich will im Master was machen, was auch mit Radio zu tun hat. Und deswegen habe ich dann MEWI Master gemacht. Ah, okay, cool. Und wie hat dir, also du hattest Bachelor gemacht und dann, was wolltest du ursprünglich werden? Also ich habe Pädagogik und Psychologie studiert. Mhm. Und habe aber schnell gemerkt, dass ich irgendwie auf Radio und auf irgendwie was Kreatives mehr Bock habe. Und habe das dann aber noch zu Ende gemacht und fand es dann eben ganz cool, dass ich halt im Master was anderes machen konnte. Der Master ist ja, genau, dieser MEWI-Master in Bielefeld ist ja interdisziplinär und den kannst du auf andere Sachen einfach draufsetzen. Und das war für mich total praktisch, weil ich meinen Bachelor benutzen konnte und dann das Fach nochmal wechseln quasi, ohne zu wechseln. Okay, das ist schlau. Also, das ist tatsächlich schlau. Also erst Radio-Crash-Kurs, dann hey, Medien finde ich gut, Radio finde ich gut. Ich studiere Medienwissenschaften. Und wie ging es dann bei dir weiter? Dann habe ich mich auf Volontariate beworben. Und wo bist du dann gelandet? ich habe das Volo beim Deutschlandradio gemacht, also da, wo ich gerade noch bin. Ich habe mich aber bei fast allen öffentlich-rechtlichen Volos, also bei allen öffentlich-rechtlichen Anstalten beworben, die ausgeschrieben waren in der Zeit.
Und ich wollte schon am liebsten zum Deutschlandradio und habe mich dann total gefreut, dass es geklappt hat. Und dann habe ich da das Volo gemacht, hatte dann noch so einen Jahresvertrag und jetzt bin ich freie Journalistin. Kurz nochmal zur Erklärung für alle unsere Zuschauerinnen, die jetzt nichts mit Volo oder Volontariat anfangen können. Das ist doch quasi wie so eine Ausbildung. Das geht doch ungefähr 2-3 Jahre. Habe ich das richtig im Kopf? Genau, es ist unterschiedlich, wie lang die sind. Zwischen 1,5 und 2 Jahre ungefähr die meisten. Und das ist so ein Zwischending zwischen, ich weiß nicht, bei Pädagogen gibt es sowas wie ein Anerkennungsjahr zum Beispiel. Es ist ein Zwischending zwischen Anerkennungsjahr und Ausbildung. Also ich habe einfach ganz viel in Redaktionen gearbeitet. Irgendwie alle 3-4 Wochen eine andere Redaktion. Und andere Volos haben mehr auch Seminare. Das hatten wir nicht so viel, also auch, aber ja. Vor allem Mitarbeiten. Und es gibt auch Volontariate, wo man halt einfach, wo es zum Beispiel riesige Klassen gibt. Also der NDR, der hat, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das sind. Also wir waren zu 5. Mhm. Im NDR sind es, 15 oder so. Mhm. Oder beim RBB, das ist angesiedelt an einer Journalistenschule. Die haben ganz, ganz, ganz viele Kurse. Das ist relativ unterschiedlich. Aber genau, es ist sowas wie eine Ausbildung zur Redakteurin. Ja, cool. Und wenn du jetzt kurz nochmal irgendwie so an deine Anfänge in der Medienbranche oder eben als Radiojournalistin zurückdenkst, was würdest du heute ganz genauso machen oder was würdest du vielleicht auch ein bisschen anders machen? Genauso machen würde ich das Campusradio, glaube ich. Das war echt cool, es hat total Spaß gemacht und ich habe das auch erst als Hobby gemacht und dann irgendwann gemerkt, dass das ein Job ist. Ne? Also das war einfach die ganze Zeit das, worauf ich Bock hatte. Und anders machen, ich weiß nicht, ich bin ganz zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Ich glaube, es hätte mir geholfen, wenn ich eher gewusst hätte, dass das wirklich ein Job ist, den ich machen kann. So. Weil Bielefeld ist ja relativ weit weg von vielen Medien, also von vielen großen Medien. Das ist was anderes, wenn man in Hamburg studiert oder in Berlin oder in Köln. Und deswegen hatte ich gar nicht so die Verbindung und habe gar nicht gemerkt, ich kann das ja auch beruflich machen. Ich bin da ja ganz gut drin, ich kann das ja so. Das dafür hat ein bisschen gedauert, wir, und ich glaube, wenn ich das eher gewusst hätte. Dafür sind wir ja jetzt hier. Genau, ja. Um zukünftigen Radiointeressierten vielleicht schon mal die Perspektive zu geben, hey, damit kann man auch Geld verdienen, das kann man auch als Job machen. Du meintest ja, ist eigentlich alles ganz gut gelaufen. Ist denn auch irgendwas mal vielleicht völlig schief gegangen? Also ich meine, man hat ja irgendwie immer mal einen Dreh oder ein Projekt oder eben bei dir irgendwie ein Interview oder so, was mal so richtig in die Hose gegangen ist vielleicht? Also vielleicht aus Erfahrung kann ich vielleicht sagen, das hatte ich zum Beispiel mal, deswegen habe ich übelsten Respekt vor Radio. Ich musste mal was aufnehmen und meine Stimme war einfach weg. Und dann hatte ich auf einmal so einen, wie nennt man das, Schluck auf und ich habe diesen Schluck auf nicht mehr weggekriegt. Und dann dachte ich auch so, aber es kommt ja auf die Stimme an, wie soll ich das denn jetzt regeln? Hattest du sowas Ähnliches schon mal beim Radio? Ich weiß gar nicht, ob ich so schlimme Pannen schon hatte, weil Radio lebt ja auch davon, dass das live ist und irgendwie ist es ja auch lustig, wenn Sachen falsch laufen. Deswegen, ich glaube, so krasse Pannen hatte ich nie. Also ja, wir haben auch beherzt, ist ja so ein kleines bisschen anarchisch, das ist ja wie bei euch wahrscheinlich, ne? So man kann viel machen und viel ausprobieren und dann ist das auch am Ende im Zweifel lustig, wenn irgendwie Sachen nicht klappen. Ja, genau, das stimmt. Wir gehen ja auch immer mit dem Flow. Also eigentlich ist es eigentlich besser, wenn eine kurze Panne irgendwie passiert, weil dann die Stimmung so aufgelockert wird und dann lachen alle kurz drüber und dann ist es auch witzig. Ich finde es generell auch witzig, wenn sich Radiomoderatoren versprechen oder so einen kleinen Rülpser zwischendurch haben, lockert ja auch die Stimmung einfach ein bisschen auf. Ich meine, es gibt ganze Compilations über TagesschausprecherInnen, denen irgendwas Witziges passiert. Aber das ist doch gut, dass es bei dir bisher noch nicht richtig in die Hose gegangen ist, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, ne, Formate wie Herz oder wir eben auch als Campus TV, wir sind ja auch da, um Fehler zu machen, aus denen man dann lernen kann. Genau. Was ich mir fragen wollte, weil du hattest jetzt eben so das Stichwort, okay, du bist aus Bielefeld raus, weil Bielefeld war dann nicht mehr so und bist dann nach Berlin gegangen und machst ja auch ehrenamtlich was. Also so Thema generell Networking und Verbindungen knüpfen ist ja auch in der Journalistenbranche sehr wichtig. Und du bist ja ehrenamtlich im Journalist Network tätig. Könntest du für unsere Zuschauerinnen kurz erklären, worum es da eigentlich geht und was du da genau machst? Weil das fand ich auch super interessant, als ich so ein bisschen recherchiert habe. ja, kann ich noch. Journalist Network ist ein Verein. Wir organisieren eigentlich Journalistinnenreisen. Jetzt gerade halt nicht, weil Pandemie ist.
Aber eigentlich haben wir so zwei, drei selbstorganisierte, also es ist immer von Freiwilligen organisierte Reisen im Jahr in verschiedene Weltregionen. Also ich war mit Journalist Network zum Beispiel zum allerersten geplanten Brexit-Termin in Irland und in Großbritannien. Und das sind so Recherchereisen, also so, da gibt es verschiedene Interviews, die geplant sind, verschiedene Themen, über die man dann berichtet oder berichten kann. Und dann sind das halt so eine Gruppe von, also bei uns sind es vor allem junge Journalistinnen und Journalisten, BerufseinsteigerInnen, die dann mitfahren und halt so die Möglichkeit kriegen, relativ günstig und relativ niedrigschwellig solche Erfahrungen zu machen. Ja, sehr cool. Und da bin ich im Vorstand. Ach ja, perfekt. Ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Genau, wir haben ja schon kurz drüber gesprochen. Auch, also falls wir, im Moment machen wir eine Reihe mit Web-Talks, da könnt ihr gerne mal auf die Seite gucken, da kann man sich einfach anmelden. Ja, perfekt. Das verlinken also wir so auf jeden Fall. Also als Ersatz für die Reisen und sonst, wenn es wieder die Reisen gibt, da gibt es immer, also die werden ausgeschrieben, da können sich alle JournalistInnen bewerben und wir nehmen auch immer zwei, also in der Regel zwei VolontärInnen mit. Also wenn da irgendwer von euch gerade am Anfang ist und Lust hat, sich zu bewerben, ihr habt da relativ gute Chancen, wenn ihr gerade am Anfang steht, guckt einfach mal, was da. Ich hoffe, demnächst können wir wieder was ausschreiben. Ja, weil wir wissen, dass du im Vorstand bist. Ramona, eventuell kriegst du noch im Verlauf der nächsten Zeit eine Mail von mir oder von uns beiden und von all das. Genau, aber auf jeden Fall spannend, super spannendes Angebot. Wir verlinken euch natürlich die Seite vom Journalist Network irgendwo im Video oder auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall. Genau, wir sind nämlich ja ein Format für BerufseinsteigerInnen. Und vielleicht so ein bisschen abschließend, was sind denn so deiner Meinung nach die wichtigsten Skills oder auch Eigenschaften, die man als angehende Radiojournalistin irgendwie mitbringen muss? Das ist schwer. ich weiß nicht, man muss gut sprechen können, glaube ich. so ein Gefühl für Sprache haben, Neugier. Gute Frage. Nee, also ja, das ist es vielleicht. Ja. Die drei Sachen. Ja, ja. Aber das ist ja schon. Und Bock auf Radio haben, glaube ich, wichtig. Das finde ich auch einen guten Tipp, Bock auf Radio. Ansonsten vielleicht so ein Tipp generell: gibt es da, weil ich sehe schon, du bist ja ordentlich am Tee trinken, Ramona. Trinkst du denn auch regelmäßig viel Wasser, um die Stimme so ein bisschen zu trainieren, auch um zu schonen? Hast du da vielleicht so einen Tipp oder Trick, so einen Insider, den man vielleicht beim Radio macht? Also, ich hab Sprechtraining gemacht eine Zeit lang. Das kann man machen, ne? Wenn man, ich habe zum Beispiel bei meiner, also ich habe ja erst in Köln und dann bin ich nach Berlin gegangen. Ich habe bei meiner Sprechtrainerin gemerkt, dass man hört, dass ich aus Westfalen komme. So, das wusste ich auch nicht. Das kann man offensichtlich abtrainieren, dass man besser Hochdeutsch spricht. Dann gibt es so verschiedene Sprechübungen, die man machen kann, aber das ist am Anfang vielleicht gar nicht so wichtig. Also wenn man irgendwie einigermaßen vernünftig gerade aussprechen kann, kann man das schon mal ausprobieren einfach. Also ich mache jetzt keinen, ich trinke nicht extra viel Honig oder so. So. Nicht der Künstler in Schal, der immer in der Tasche sein muss. Okay, ja, aber das sind doch ganz gute Tipps. Man kann ein Sprachtraining machen, man muss neugierig sein und natürlich Bock auf Radio haben. Bock auf Radio, ich glaube, das ist auch die Hauptaussage. Also wenn du Bock auf was hast, dann machst du es auch gerne, machst du es leidenschaftlich und wie bei Ramonas Fall ja auch Hobby einfach zum Beruf machen dann. Im genau. Besten Fall ist ja top. Das Schlimme ist, man muss sich dann ein neues Hobby suchen. Oh, was ist denn jetzt dein aktuelles Hobby? Ich habe ungefähr alle 5 Wochen ein neues. Ist ja auch so ein bisschen wetterabhängig. Ich war letzte Woche das erste Mal Schlittschuh fahren. Ach, cool. Oh, schön. Das ist ja auch eine schöne. Aber es war tatsächlich, als ich dann irgendwann, als ich mit dem Volo angefangen habe, war so, okay, ich habe irgendwie immer Radio als Hobby gemacht. Was mache ich jetzt in meiner Freizeit eigentlich? So, was machen Menschen in ihrer Freizeit? Das ist auch eine gute Frage. Aber ich glaube, das verläuft sich dann ja auch irgendwie. Netflix ist ja auch ein großes Thema, habe ich gehört. Ich habe auch tatsächlich einen Podcast, den ich in meiner Freizeit mache. Also irgendwie bin ich davon nicht so ganz losgekommen. Ach ja, cool. Aber Podcast als Hobby ist natürlich der perfekte Ersatz für sonst Radio machen, ne? Ja, es ist ein bisschen sehr nah an der eigenen Arbeit, ne? Ich weiß nicht, ob das so Work-Life-Balance-mäßig so klug ist. Wie ist das denn jetzt eigentlich generell? Kannst du eigentlich gut deine eigene Stimme hören oder ist das für dich auch fremd? Weil wenn ich zum Beispiel eine Memo mir bei WhatsApp oder sowas anhöre, ich kriege das Grausen, weil ich mir denke, oh mein Gott, wie redest du denn? Wie hört sich denn deine Stimme an? Wie ist das denn im Radio? Wenn ich im Radio spreche, spreche ich ein bisschen anders als sonst.
Also ich glaube, wenn ich mir dieses Interview hinterher anhöre, würde ich auch denken so, okay. Also ich bin dann auch überrascht davon, wie tief meine Stimme ist zum Beispiel. Aber wenn ich Sachen eingesprochen habe und die schneide, so da habe ich mich dran gewöhnt. Da gewöhnt man sich total schnell dran. Es ist irgendwann nicht mehr schlimm. Ja, die Aufnahme ist Und ja auch, glaube ich, ein außerdem, wenn ich Zugewasser, meine ne? Stimme jetzt höre und denke, ich weiß ja, dass die eigentlich gut klingt, so. Die klingt sehr schön und ich finde auch dein Westfalen-Akzent, ich wusste gar nicht, dass man einen Westfalen-Akzent überhaupt hat, ich Auf finde jeden Fall. top. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Ja, ich glaube nämlich auch, das ist das Problem. Wir leben selbst in Ostwestfalen. Stimmt, dann untereinander merkt man das gar nicht, ne? Genau, dann hört man es wahrscheinlich einfach nicht so sehr, als wenn man Also jetzt ich habe zum irgendwo. Beispiel, ich habe gelernt, dass ich Kirche falsch ausspreche, Wie sagt man es denn weil es richtig? nie zu lang ist bei mir und ich weiß immer nicht genau, was die richtige Variante ist. Das wüsste ich jetzt aber auch nicht. Also offensichtlich heißt es nicht Kirche. Ich weiß nicht so genau, was das Korrekte ist. Ja gut, aber das könnte man dann ja in einem Sprachtraining lernen. Genau, also das könnte man zum Beispiel lernen, wie man vernünftig Hochdeutsch spricht. Okay, super. Martha, du, ich gucke auf die Uhr Ja. und ich glaube, es ist Zeit. Ist es schon wieder Ich Zeit? glaube, es ist Zeit. Okay, dann zu guter Letzt, Ramona, kommen wir jetzt zu unserem Fragenhagel. Die Spielregeln, die erkläre ich dir noch mal kurz. Du hast 2 Minuten Zeit, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Deshalb nicht lange überlegen und ganz kurze, knappe Antworten bitte. Bist du bereit, Ramona? Darf ich antworten, was ich will? Oder sowas wie ja, nein, vielleicht? Es sind so Entweder-Oder-Fragen. Wir geben dir netterweise so 2 Antwortmöglichkeiten vor. Wenn du dich damit aber überhaupt nicht identifizieren kannst, dann kannst du auch sagen so, nee, sehe ich gar nicht, das ist meine Antwort. Das kannst du auch machen. Das merkst du aber ganz Okay. schnell. Genau. Okay, bin gespannt. Super, alles klar. Dann, wir haben 2 Minuten Zeit. Kurz und knapp, damit wir alle Fragen schaffen können. Und ich würde sagen, Die Zeit läuft ab. jetzt. Wenn du dich entscheiden müsstest für einen guten Start in den Tag, Kaffee oder Tee? Kaffee. Frühstück herzhaft oder süß? Herzhaft. Schnelle Dusche oder lieber langes Bad? Schnelle Dusche. Sprachnachricht oder doch good old Telefonat? Sprachnachrichten sind furchtbar, deswegen eher Telefonat. Sehe ich genauso. Radio oder Podcast? Podcast. Deutschlandfunk Kultur oder Herz 87,9? Boah, das ist gemein. Oh, sagt es keinem Deutschlandfunk Kultur. Okay, wir Bleibt unter bewahren uns. Schweigen. Texte schreiben oder lieber Texte sprechen? Texte sprechen. Interviews führen oder interviewt werden? Da gibt es ja jetzt nur eine Antwort, Ramona, ne? Ja. Interviews führen. Schade. Mit dem Rad oder mit dem Auto zur Arbeit? Fahrrad. Hund oder Katzenmensch? Habe ich keine Meinung zu, glaube ich. Okay. Maus ist auch in Ordnung. Dorfkind oder Stadtmensch? Stadtmensch. Wenn es wieder geht, ab in den Club oder direkt aufs Festival? Lieber Club. Rock oder Pop? Pop. Musik streamen oder doch lieber Vinyl? Stream. Bei Musik hören generell still genießen oder lieber richtig abdancen? Abdancen. Rumänischer oder deutscher Schlager? Weder noch. Berlin oder Bukarest? Berlin. Die Und da Zeit ist war die ab. Zeit vorbei. Aber eine Abschlussfrage haben wir noch. Du als Radiomensch in der Weihnachtszeit auf Dauerschleife im Radio. Last Christmas von Wham oder Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You? Ich arbeite ja bei einem Radiosender, wo weder das eine noch das andere läuft, zum Glück. Lieber Last Christmas, aber auch deswegen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass das Video richtig gut als Horrorfilm funktioniert. Also ihr müsst euch das Video angucken und gleichzeitig in einem anderen Tab so Horrorfilmmusik anmachen. Ja. Das ist super. Da muss man halt die Musik auch nicht hören. Okay, dann danke für den Tipp. Genau, das ist der Tipp für die Therapie gegen 24/7 Last Christmas, denke ich. Ramona, es war schön, dass du da warst und Ja. uns ein paar Einblicke gegeben hast, Erfahrungen geteilt hast. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und das war's mit dieser Folge Medien machen Let's Talk. Wenn ihr euch weiter mit dem Radiojournalismus befassen wollt, dann schaut doch gerne mal in die Infobox. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da lasst. Auch in der nächsten Folge wird hier wieder über Medien getalkt. Also ich sag mal, dranbleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.